Ja, also das ist das Hilgenfeld und wir vom Nest Frankfurt kriegen da ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Da hinten, wo man die Frau gerade sieht und dann nochmal so 50 Meter rein in zweiter Reihe. Und da wollen wir bauen, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Ja, unsere Gruppe hat sich einige Monate vor dem Konzeptverfahren letztes Jahr gegründet. Das ist entstanden aus mehreren Leuten aus Frankfurt, die schon länger interessiert waren an gemeinschaftlichem Wohnen und ja, die dann auf einer Infoveranstaltung waren vom Netzwerk. Ja, was das Besondere am Nest aus meiner Sicht ist, dass wir alles Leute sind, die ganz viel starten wollen, ja, also gerade so in kultureller Hinsicht und eben das auch mit dem Quartier oder mit dem Viertel dann hier teilen möchten. Der Kern unseres Hauses soll ein Gemeinschaftsraum sein, der sich eben auch nach außen öffnet, wo wir verschiedenste Veranstaltungen machen wollen, von Sofakonzerten über Bewegungskünste, Training, Naturpädagogik, ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben Jongleure unter uns, Leute, die psychologische Beratung, Physiotherapie anbieten, all solche Dinge. Ich zum Beispiel bin auch noch Gemüsegärtnerin und würde mich in dem Sinne auch gerne dann da austoben und zum Beispiel ja, einfach auf dem Dach Gemüsegarten anlegen oder um das Haus drumherum. Also ich glaube, da sind vielfältige Möglichkeiten, das einzusetzen, einzubringen und eben, wie gesagt, auch wirklich so zu öffnen, dass Menschen aus ganz Frankfurt oder zumindest aus dem Viertel da auch dran teilhaben können. Ja, ein anderes Ding, Solidarität, ist, dass die Wohnprojekte beim Mietshäuser-Syndikat untereinander solidarisch sind. Also wir sind ja jetzt noch im Anfang, wir sind auch noch gar nicht beim Syndikat aufgenommen, aber wir haben schon andere Projekte, die uns helfen, Wir haben auch die schon uns einen halt. Berater. Wir haben einen Berater, genau. Der hat uns auch schon ordentlich beraten, der liebe Joscha. Hallo Joscha, nochmal danke, falls du das siehst. Und später, wenn wir dann irgendwann das Haus haben, sind wir auch in der Lage, anderen Projekten weiterzuhelfen und sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Hier in Frankfurt steht es jetzt an, dass wir den Vorvertrag für das Anhandgabeverfahren unterschreiben. Also die ABG, die Städtische Holding, die verwaltet hier das ganze Hilgenfeld und mit der werden wir dann jetzt ja, das ganze Ding festmachen in der näheren Zukunft.